und jetzt gibt's zwei Chatter, die sich bestimmt freuen, da Kina und Pinguin, die jetzt einen alten Klassenkameraden hören. Beste One. Wie bist du darauf gekommen, Musik zu machen? Ja, also das war halt damals, als ein Kollege von mir hat mir damals eine CD mitgebracht von Tupac. Ich schätze mal, das war so vor 3-4 Jahren. Und ich kannte Hip-Hop bis dahin noch nicht. Und irgendwie hat der Tupac mich so inspiriert, dass ich halt dann irgendwann angefangen habe, selber Texte zu schreiben. Und irgendwann hat es mir nicht mehr gereicht. Und dann habe ich mir gedacht, kaufst du dir ein Mic, kaufst du ein paar Kopfhörer und schreibst halt meinen eigenen Text und nimmst das dann auf einem Beat auf. Und so ist das halt dann entstanden. Ich fing dann an, Rap zu machen, verbesserte mich, bekam Feedback von vielen Leuten, dass es gut sei und so weiter und so fort, dass ich weitermachen sollte. Und ja, so ist es halt dann entstanden. Und wie lange produzierst du nun schon selber deine eigene Musik, also im professionellen Stil? Also ich muss sagen, ich habe ungefähr vor 2 Jahren angefangen, Texte zu schreiben. Und seit ungefähr 1,5 Jahren, schätze ich mal, mache ich halt jetzt ernst Musik, um mich zu verbessern, um einen vielleicht großen Bekanntheitsgrad zu erreichen und so. Und ich versuche mich halt täglich zu verbessern und alles draus zu machen, was geht halt. Hast du persönlich irgendwelche Vorbilder in Bezug auf deine Musik? Und wenn ja, welche wären das? Also Vorbilder muss ich sagen, in erster Linie natürlich Tupac, welcher mich richtig zum Hip-Hop gebracht hat, welcher mich inspiriert hat, meine Musik zu machen, zu rappen und das auch beizubehalten, weil er war und ist einfach der Hammer. Als nächstes würde ich sagen FR, weil er hat halt mit seinen 16 Jahren Skills drauf und Flows drauf, die hat mancher Hätten Deutschland bis jetzt noch nicht erreicht und es ist einfach krass, was der so drauf hat, das Talent ist einfach Hammer. Als nächstes würde ich sagen, in größter Linie inspiriert mich Tiefler und Jalil. Einfach Hammer, die Texte, die Gefühle, die sie in die Texte bringen, ist einfach unglaublich und sie inspirieren mich einfach jeden Tag aufs Neue. Und da sie halt gleich hier um die Ecke wohnen, habe ich halt guten Kontakt zu Tiefler und so und er steht halt in gewissen Dingen hinter mir, hört meine Musik, sagt mir, was ich besser machen soll und so weiter und so fort. Stecken hinter deinen Texten auch Gefühle und eigene Erlebnisse? Und was inspiriert dich überhaupt, deine Texte zu schreiben? Also hinter meinen Texten stecken oftmals Gefühle, eigene Erlebnisse, die ich wirklich erlebt habe und so. Und in diesen tiefen Texten, eigentlich in jedem tiefen Text, steckt Zeug, was ich erlebt habe. Einfach die ganzen Gedanken, die ganzen Gefühle, die sich in mir aufbauen müssen, in so einem Moment einfach aufs Blatt und so. Und am meisten inspiriert mich an solchen tiefen Texten meine Freundin meistens, wenn es halt mal nicht so gut läuft und so weiter und so fort, ist das halt dann meistens so. Und sonst inspirieren mich auch in einer großen Linie die Beats, wenn ich einen Beat höre einfach und der ist richtig Hammer, dann inspiriert er mich und ich weiß sofort eine Textidee und was ich halt drauf schreiben soll. Und sonst einfach das Ganze, was so in der Welt geschieht, Leute, die man auf den Straßen sieht, was man halt so beobachtet, all das trägt halt dazu bei und machen halt dann meine Texte, meine Tracks zu dem, was sie dann am Ende sind. Welche Pläne hast du für das junge Jahr 2007? Ja, wie gesagt, das Jahr 2007 ist noch jung. Und ich habe mir vorgenommen, Mitte des Jahres ein kleines Mixtape herauszubringen mit so ungefähr 10 bis 12 Tracks. Der Name des Mixtapes wird sein Rap Light District und es wird halt, wie gewohnt von mir, Diebe Texte geben, Representer Texte und so weiter und so fort, was man halt von mir so gewohnt ist. Dann wird noch ein kleineres Mixtape folgen mit einem Kollegen, wird nur 5 bis 7 Tracks beinhalten und dann werden, denke ich mal, noch vereinzelte Exclusive Tracks kommen, mal sehen, was noch auf mich zukommt, welcher Feature Partner und so, vielleicht habe ich das Glück und ich darf mit Tiefler mal einen Track recorden dieses Jahr und sonst, denke ich mal, werde ich dieses Jahr noch versuchen, ein Video zu drehen, alles Eigenproduktion natürlich, da mir ja die finanziellen Mittel und die Unterstützung irgendwie noch nicht zur Verfügung steht, da ich halt noch ziemlich neu, sage ich mal, im Geschäft bin und halt noch nicht den Bekanntheitsgrad erreicht habe, wo Leute sagen, okay, den nehmen wir unter Vertrag oder sonst halt was. Wir werden sehen. Sperrt einfach Augen und Ohren auf und checkt aus nach Best of One. Ja, will ich mich nochmal bedanken bei DJ Paddy, der mich halt, wie soll ich sagen, entdeckt hat, sage ich mal, und mir das möglich gemacht hat, dass ich auf diesem Radiosender ein kleines Interview geben kann und somit irgendwie an etwas mehr Bekanntheit komme und ich hoffe, euch wird die kommende Musik von mir gefallen und vielleicht kommt ihr auf den Geschmack und wollt das ein oder andere Album von mir erwerben. Also bis dann, peace out. Da bedanke ich mich auch bei Best of One, der sich erstmal die Zeit genommen hat, hier das Interview zu führen und uns dann sein gesamtes Liedmaterial zur Verfügung stellt, das wir spielen können.